Letzte Woche hattest du doch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Unterschied von Staat und Stadt, staatlich und städtisch. Ich habe dir jetzt noch einmal ein paar Sätze vorbereitet, wo du jeweils entscheiden musst, was da reinkommt, ob es städtisch oder staatlich ist und jeweils auch überlegen, in welchem Fall. Okay. Du kannst es ja mal machen und dann schauen wir das nachher zusammen an. Okay, gut. Ich bin Sarah Mürset. Ich arbeite fürs Kompetenzzentrum Integration der Stadt Bern im Bereich Arbeitsintegration. Ich bin in erster Linie zuständig für die Sprachförderung der Asylbewerbenden, die bei uns im Programm arbeiten. Vor etwa 3 Jahren haben wir auch angefangen, mit Mitarbeitenden der Stadt oder vor allem des Kompetenzzentrums Integration Deutschkurse zu machen, weil sie auch in Situationen sind, wo sie Berichte schreiben müssen, Sitzungen leiten müssen, was nicht immer ganz einfach ist, wenn es nicht die Muttersprache ist. Der Vorteil ist, dass wir wirklich sehr individuell auf Bedürfnisse eingehen können und mit ganz konkreten Arbeitsdokumenten oder Arbeitssituationen dann wirklich arbeiten. Falls Sie mehr darüber wissen möchten, Fragen haben, schauen möchten, wie sowas aussehen könnte, kontaktieren Sie uns doch im Kompetenzzentrum Integration. Klappt's bei dir? Ja, ich bin fertig. Ah, super. Okay.